So, dann streicheln wir mal hier. Das klingt jetzt komisch. Wir melken jetzt mal die Kuh mit unserem tollen Melkautomat. Ja, das war ja ein super Rekord. Also, ich bin begeistert. 11.000, wow. Naja, immerhin haben wir jetzt ein bisschen Milch. Ach ja, genau, da wollte ich demonstrieren, dass das nicht das. Hier, guck mal, hier steht ein S drauf, aber es ist Milch K. Das ist ein Rätsel. Das ist mir wirklich ein Rätsel seit jeher. Warum das denn bitteschön Milch K ist, obwohl da ein S drauf steht. Und bei allen anderen Sachen ist es S, aber da ist es K. Naja, ich weiß es nicht. Aber was ich ja mal eben machen kann, ist Folgendes. Ich kann ja mal gucken, ob es hilft, wenn wir die Sachen da in den in die Einmachmaschine werfen. Ob das auf unsere Liste geht. 50 Arten. Ananas haben wir 94 Mal verkauft. Das heißt, es geht wahrscheinlich schon auf die Liste 196 Mal. Da können wir dann ja mal glatt gucken. Jetzt müsste es 202 Mal sein. Und mal schauen. Tatsache, das geht wirklich auf die Liste. Das ist ja prima. Dann haben wir bald auch 300 Eier verkauft. Dann bekommen wir noch ein Erntewichtel. Das ist schön. Doch, das war bei 300 Eiern, oder? 300 Eiern, 300 Eiern, 300 Eiern, 300 Eiern. Ja, ich glaube, 300 und 400 und 500. Nee, 300 und 500. Das heißt, wir brauchen noch 84. Ah ja, dann bekommen wir den ersten. Dann verkaufe ich das auch nochmal hier eben. So, und dann... Nee, ich wollte ja mit dem Unkraut ein Experiment machen, wie der ein oder andere eventuell weiß. Und zwar müsste man ja rein theoretisch... Nee, das sieht man ja jetzt eh nicht, ne? Mist, das sieht man eh nicht. Schade. Dann kann ich das Experiment leider nicht durchführen. Das ist ja schade. Ach, herrje. So, dann lege ich mich mal schlafen. Gute Nacht. Oh, gute Nacht, gute Nacht. Ja. Guten Morgen am 25. Hatte ich nicht gestern Geburtstag? Heute nichts Besonderes. Hey, ich hatte gestern Geburtstag. Boah, ist das fies. Heute nichts Besonderes. Das ist ja nett. Boah, wie gemein. Da fühle ich mir jetzt ein bisschen veräppelt. Ein bisschen vergessen, ungeliebt. Ja. Ganz sicher, ich hatte Herbst eingetragen. Ich meine, ich habe ja letztens schon rumgerätselt. Aber ich meine, ich habe gesagt in der ersten Folge... Es ist zwar eigentlich Sommer, aber ich sag jetzt mal Herbst. Ich glaube, das habe ich so gesagt. Und das finde ich äußerst seltsam, dass das da dann nicht so ist, wie es sein soll. Upsa. Ach so, das kann man nochmal, wenn man einfach wegklickt. Das ist ja prima. Das wusste ich gar nicht. Oder ich habe es einfach nur wieder verdrängt. Das kann natürlich auch sein. 14.619. Und Zustand Yoko, sie fühlt sich gut. Und dann hebe ich mal alle Hühnchen hoch. Nicht wahr, ihr Hühnchen? Ob die das denn echt wohl auch mögen, wenn man sie einfach hochnimmt? Also bei Zelda, ich weiß gar nicht. Zelda, mögen die das da? Irgendwann werden sie sauer, aber upsa. Da habe ich dann... da hängt schon wieder ein Schaf. Lotti fühlt sich auf jeden Fall gut, das ist ja schön. Versteckt sich hier hinten. Streicheln wir Lotti auch mal. Und dich streicheln wir auch. Und dich streicheln wir auch. Und dich streicheln wir auch. Und dann holen wir mal das hier raus. Und ich muss das mal unbedingt tauschen. Mit dem hier vielleicht. Ja, das wollte ich nicht. Ich möchte gerne das hier. So. So.
So. 13.000. Das ist jetzt auch nicht so die Glanzleistung. Dann tue ich mal eben die Ananassamen dahin. Und dann schaue ich mal, ob ich unsere Schafe schon scheren kann. Das weiß ich nämlich jetzt. Da hängen wir wieder in der Matrix fest. Ah, das gibt's ja nicht. So. Tatsache. Das ist halt jetzt ziemlich schwierig, die letzten 40 hinwegzuziehen. So. 17.129 und natürlich ein neuer Rekord. Und wir halten Wolle G. Wolle G, das ist nicht schlecht. Wobei das da nicht so... Oh, achso, ich habe ja noch den Strubbelhandschuh an. Ich dachte, warum schneiden wir nicht? Bei Schafen ist es natürlich auch ein bisschen schwieriger, die volle Punktzahl zu erhaschen als bei Kühen. Und vielleicht, wie ihr eben schon gesehen habt, die Kühe haben dann so ein... die Schafe haben dann so einen geschorenen Sprite. Das habt ihr eventuell gesehen und irgendwie... Also mit der Maus bin ich da echt nicht der Talentierteste dran. Weil man 16.831. Ich glaube, wir müssen jetzt mit Garn zu hier, Nina gehen und sie macht uns daraus dann ein Woll, eine Strumpfsocke. Dann warten wir hier einfach mal ab bei dem tollen Felsen. Na, Gell, na, Nina. Ich weiß gar nicht, ob wir was in der Hand haben, Wolle in der Hand haben müssen. Ich weiß, Entschuldigung. Ich muss einmal ganz kurz gehen. Ist ja wieder in der Nacht, dass ich aufnehme. Ich muss eigentlich mal ins Bettchen gehen, ins Hayabubu-Bettchen, ne? Ich bin ja noch jung. Ach ja. Kann einer von euch bitte reingehen? Oder Nina, kannst du bitte reingehen? Ich möchte gerne einen Wichtelstrumpf haben. Das wäre mir äußerst lieb. Ich meine, ich will dich nicht hetzen. Also, so ist es nicht, keine Sorge. Aber wäre mir halt schon lieb. Gellin geht und Nina geht auch irgendwo hin. Gut, dann nutze ich mal unser... Nee, unser Badezimmer ist noch nicht fertig. Schade. Das Badezimmer hat nämlich den Nutzen, dass man Zeit umgehen lassen kann. Viel weiter hat das nicht den Nutzen. Das bedeutet, selbst wenn es mal stürmt, kann man den Tag umgehen lassen. Einen anderen tollen Effekt konnte ich bisher nicht ermitteln, sag ich mal. Auf jeden Fall machen wir hier jetzt ordentlich Kohle. Und unsere Ananas fangen da auch schon wieder an zu wachsen. Ich bin wirklich irgendwie... Wenn ich müde bin, dann versuche ich immer so viel auf einmal zu erzählen. Und das klappt dann nicht. Und dann verhaspel ich mich ständig. Kommt die ganze Zeit nur... irgendwie sowas bei rum. Und keiner versteht, was ich sagen wollte. Oder man versteht, was ich sagen wollte. Und man denkt sich nur, warum redet der so schnell, wenn er es nicht kann? Naja, je nachdem, aber, ne? Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Ich versuche halt, euch so viel mit euch zu reden. Das klappt dann nicht. So. Hi Götz, ich mag es ja eigentlich nicht so sehr, wenn jemand in meinem Haus steht, wenn ich, also jemand Fremdes, wenn ich gerade schlafe, aber... Da habe ich jetzt einfach mal die letzten Tage eine Ausnahme gemacht. Oh, Götz ist sogar fertig. Und anstatt, dass er mir das drin sagt, portet er sich aus meinem Haus vor die Haustür, um mir das jetzt zu sagen. Hey, das Badezimmer ist fertig. Nimm dir Zeit zum Entspannen. Ich bin stolz auf die Arbeit. Bis dann. Jo, bis dann. Dann teleportiere ich mich mal gleich direkt zu Beginn des Tages zum Haus von Nina und Gellin. Und hallo. Willkommen, wir haben wenig zu bieten, aber hol dich eine Weile aus. Ach, Hauptsache es ist gemütlich, nicht? Oder es ist liebevoll, das ist ja das Wichtigste. So, nein, das wollte ich nicht. Ich möchte gerne so die Wolle in die Hand nehmen. Ja, gerne. Ja,
Wichtelstrumpf? Ich habe vergessen, wie das geht. Ach Mensch. Na denn, FFN. Oh, Schleichwerbung. So, dann verkaufe ich jetzt erstmal unsere Sachen, damit ich wieder ein bisschen Geld bekomme. Das will ich ja schließlich haben. Mit 20 Level 3 Ananas und ich habe immer noch die Formel vergessen, deswegen kann ich es immer noch nicht ausrechnen. So, ich verkaufe mal die M-Milch. Das hatte ich ja schon mal gesagt, dass ich das machen möchte. Einfach, wir brauchen ja auch verkaufte Milch. Ganz einfach, um auch Erntewichtel zu bekommen. Das heißt, 2 bekommen wir auch daher oder eventuell 3. Das heißt, wir hätten dann 55. Dann bräuchten wir noch ein paar. Nicht mehr so viele. Und dann muss ich mal schauen, wo ich die anderen noch irgendwie auftreiben kann. Wo die sich verstecken. In den Geheimnissen des Harvest Moon Landes. So. Der Harvest Moon ist übrigens für die Leute, die es interessiert. Ich hoffe, ich erzähle da jetzt keinen Nonsens oder keinen, naja, Nonsens kann es nicht unbedingt sein, aber keinen Unsinn. Ich meine, der Harvest Moon ist ein rötlich oder orange gefärbter Mond, also der Erntemond ist rötlich-orange gefärbt. Und steht halt unter dem Zeichen der Ernte, pipapo und so. Und viel weiter weiß ich eigentlich nicht. Und früher dachte ich immer, Harvest Moon, Erntemond, was lebt man da auf dem Mond? Aber so ist es dann ja doch nicht. Also auch wenn ich irgendwie die Animation, sag ich schon, den Sprite jetzt nicht so toll finde, wenn die geschert sind, das hätte man süßer machen können. So. Okay. Dann melke ich mal Küchen und vorher streichel ich dann hier. So. Weil ich einfach immer auf die Leertaste drücke, anstatt auf Y. So, ein rotes Herz. Und dann melken. So, komm. Naja, da war jetzt auch nicht wieder so ein genialer Punktezug, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Einen Moment, ich muss mich mal ganz kurz am Ohr kratzen. Und das ist dann immer so ungewohnt, wenn man sich die ganze Zeit nur mit Kopfhörern aufhört, dann ganz kurz den Kopfhörer abnimmt und dann redet. Das ist dann immer so ein bisschen seltsam. Vielleicht, kennt das der ein oder andere von euch, falls ihr mal häufiger mit Kopfhörern redet. Oder falls ihr selber Let's Plays macht, das weiß ich ja nicht. Der Strubbelhandschuh kommt hier hin und dann streicheln wir hier oder waschen wir hier unsere Lieben. Du bist immer noch ein Kind, ne? Ja, du bist noch ein Kind und ich möchte gerne dich eben waschen. Oder streicheln, waschen, was auch immer, ist ja alles das Gleiche. Mensch, verhaspel ich mich ständig. Dann kann ich euch jetzt ja jedenfalls nochmal zum Abschluss dieser Folge zeigen, was man denn Tolles da mit dem Badezimmer machen kann. Und zwar kann man hier reingehen. Willst du ein Bad nehmen? Gerne! Und wer hat drauf geachtet, die Zeit ist umgegangen. Das heißt, wenn man hier nochmal reingeht, jetzt hatten wir 11.20 Uhr, dann haben wir 11.50 Uhr, eine halbe Stunde vergeht. 40 Minuten vergehen. Okay, 40 Minuten vergehen dann halt. Dann ist es halt so, irgendwas war da, dass die Zeit eine bestimmte Dauer vergeht. Ich glaube auch, desto häufiger man badet, desto schneller vergeht die desto mehr vergeht an Zeit. Ich glaube, der Grundsatz ist 30 Minuten, wenn ich mich nicht irgendwie täusche. Naja. Herr Wuff, haben Sie noch etwas zum Abschluss dieser Folge zu sagen? Du machst doch manchmal Geräusche, oder nicht? Hey, Herr Wuff. Herr Wuff. Sagen Sie einmal Wuff. Hey, Charlie. Komm, sag Wuff. Charlie?